Hallo und herzlich willkommen beim Brickklempner. Hier geht es um Klemmbausteinsets der verschiedensten Hersteller. Ich bin der Mario und ja, bei meinem dritten Video in dieser Woche, ja, bin ich tatsächlich immer noch gelernter Klempner. Heute, liebe Freundinnen und Freunde, geht es um ein Set von Cube Bricks. Ich habe echt gute Laune. Das hat jetzt nicht nur mit dem Set zu tun, das ich euch gleich präsentieren kann und dann in meiner Klemmbausteinsammlung landet. Es gibt noch ein weiteres Set, das landet jetzt in meiner Klemmbausteinsammlung. Im vorletzten Video hatte ich euch das Set hier vorgestellt von Megablocks, der Connor McLeod. Der hat ja auch einen eigenen Kanal. Den Link dazu lasse ich in meiner Videobeschreibung. Ja, der hat mir das Set zur Verfügung gestellt. Das war noch original verpackt. Ich mochte die Turtles-Sets nicht so. Ich habe von ihm schon mal Turtle-Sets geklemmt. Das war für mich in Ordnung und fein und dann war es gut. Habe ich wieder zurückgeschickt und hat er nochmal mir dann geschrieben und gesagt, ich habe was ganz Besonderes für dich. Ja, und jetzt durfte ich das Set bauen und euch im vorletzten Video dann präsentieren. Und das hat mir so gut gefallen, weil es so ungewöhnlich ist in diesem Schwarz-Weiß-Look und die Mini-Action-Figuren, die sind ja auch im Schwarz-Weiß gehalten, mal abgesehen hier von der Augenbinde oder von der Augenmaske. Und ja, das hat mir so gut gefallen. Da haben wir uns ein bisschen geschrieben über WhatsApp. Und was soll ich euch sagen? Der Connor hat mir das Set zu einem sehr fairen Preis verkauft. Lieben Dank, Connor, dass ich das Set jetzt in meine Klemmbausteinsammlung stellen kann bzw. darf, weil es doch sehr ungewöhnlich ist und die marmorierten Steine hier von Megablocks in diesem Schwarz-Weiß sind echt super. Schaut euch das Video gern nochmal an. Wenn ihr gerade zum ersten Mal eingeschaltet habt, will ich ein bisschen was loswerden. Für einige von euch ist es jetzt eine Wiederholung. Hört ein bisschen weg. Manchmal verirren sich ja auch die ein oder anderen Zuschauer. Die einen oder anderen sage ich öfters, ne? Verirren sich Zuschauer dann doch mal neu zu mir. Die werden sich jetzt fragen, wie, der hat daraus ein Video gemacht, hat Aufrufe generiert und jetzt gibt er dafür noch Geld aus. Könnt ihr da auch einfach kassieren? Warum gibt er wieder Kohle aus? Ich monetarisiere auf meinem Kanal nicht. Das könnte ich schon. Deswegen steht auch unten in der Ecke unbezahlte Dauerwerbesendung. Das hat schon seinen Grund. Und auch einige Klemmbausteinhersteller haben bei mir schon angefragt. Ich nehme da keine Kooperation an. Ich habe nichts dagegen. Ich finde nicht, dass das was Ehrrühriges ist. Ist aber nichts für mich. Ich bin Klemmbaustein-Fan und ja, erweitere meine Sammlung stetig. Und das Set gehört jetzt einfach dazu. Vielen lieben Dank, Connor. Dann in meinem Video, in meinem letzten Video, also nicht zu dem heute, sondern zu dem davor, jetzt müsste, wo ihr das seht, Sonntag sein. Also bei meinem Video gestern am Samstag, da habe ich euch von Lego ja das Jaws, also das weiße Hai-Set vorgestellt und ein bisschen was zu den Klemmbaustein-Buddies gesagt. Schaut mal bei dem Video vorbei, also der Andi von Stein auf Stein zum Ziel und der Wiki, Wikis Klemmbaustein-Welten und ich, wir sind die Klemmbaustein-Buddies. Und in diesem Jahr gibt es ja wieder eine Spendenaktion, diesmal für das Kinderhospiz e.V. Und im letzten Jahr hatten wir schon eine Spendenaktion durchgezogen und im Oktober werden wir dann wahrscheinlich wieder einen Livestream durchziehen, wo wir dann Sets versteigern, unter anderem aus unserer Sammlung. Ganz persönliche Sets und in dem letzten Video habe ich schon angekündigt, euch mal zu zeigen, ja, was ich im Oktober unter anderem zur Verfügung stellen werde. Nicht nur das, das ist schon besonders für mich, das werde ich dann beim Livestream erzählen, warum ich mit dem Set hier eine besondere Verbindung habe. Und schaut mal, das ist noch original verpackt und verschlossen. Inzwischen, wenn ihr mal ein bisschen guckt, ist das dann schon für einen dreistelligen Betrag zu bekommen. Wie gesagt, wir werden das dann versteigern und mit dabei, hier ist noch das Papier, unbenutzt, dann dieser, ihr werdet ihn kennen, Carbonit-Schlüsselanhänger. Der ist damals mitgeliefert worden. Warum ich mir das Set besorgt habe, beziehungsweise was ich mir gekauft hatte, da geht es ein bisschen um das Thema Gesundheit, das werde ich dann bei dem Spendenstream erzählen. So, da kommen wir zu dem heutigen Set. Ich mag ja Filmthemen und ja, wenn es dann um Horrorfilme geht, dann darf das ein oder andere Set nicht fehlen. Jetzt sind Geschmäcker verschieden. Ein Highlight in meiner Sammlung ist mit Sicherheit hier die Alien Queen von Mega Constructs. Das ist ein echt schickes Ding und wer mag Alien nicht, da gruselt man sich schon ordentlich und auch der Predator, den habe ich hier als Mock, hat mir dann vom Filmthema her gut gefallen. Mit so ein bisschen bisher meinte ich zumindest das Gruseligste, was ich gebaut habe, ist dann hier Chucky. Das war eine echte Überraschung, auch ein schönes Mock, was auch ein bisschen gruselig und Horror war. Das ist dann hier Ratchet von Lego. Nee, Ratchet nicht, Rocket. Ratchet ist ein Game, PlayStation Game. Hier Rocket, das ist auch gruselig, aber weniger wegen dem Charakter. Schaut euch gerne mal das Video an. Ich habe es mir extra besorgt, weil es so hässlich ist. Also schaut euch das Video an. Ich habe es mir besorgt. Wollt es haben, weil so wie es aussieht, kommen wir zu dem heutigen Set. Ich verliere mich wieder. Zu viele Sachen im Kopf. Ich nehme hier alles nur einmal auf. Dann verliere ich auch manchmal meinen Faden. Kommen wir zum heutigen Set. Ja, ihr werdet es schon erkennen können. Hier geht es um Pennywise. Es ist der Film. Also es. Ich gehe mal davon aus, ihr kennt den Film. 1990. Ja, ist es rausgekommen. Damals hat Pennywise, wenn ich es noch richtig im Kopf habe, Tim Curry gespielt. Und das waren auch zwei Teile. Und ich habe mich
Ja, in 1990 dann schon ordentlich gegruselt. Ja, und dann hat es eine Neuauflage gegeben. Ich meine, im Jahr 2017 gab es nochmal zwei Teile. Und hier ja, war Pennywise dann wieder zu sehen und war ja am Ende dann, ich will es mal vorsichtig ausdrücken, als Kinderfänger unterwegs. Wenn ihr es noch nicht gesehen habt, schaut euch das gern an. Und ich war begeistert, als ich gestöbert habe, als ich auf dieses Set gestoßen bin. Das hat mich dann doch interessiert. Ja, und so ist es dann nur auf meinem Bautisch gelandet. Es wird am Ende auch ja, in meiner Klemmbausteinsammlung stehen. Wir machen das jetzt so, wie ihr das schon mal kennt. Ich wechsle die Kameraperspektive, wenn ihr das erste Mal einschaltet. Ich zeige euch da ein bisschen was zum Bau. Wir packen aus, zeige euch das Bauergebnis und dann sehen wir uns zu meinem Fazit wieder. Also, bis gleich. Dancing Clown. Na. Hier ist aber nichts Dancing dran. An Pennywise. So, dann machen wir auf und ich bin sehr gespannt, ob das hier auch Drucke sind. Das wäre natürlich echt klasse. Habt ihr das gesehen? Ja, nochmal zeigen, so hochglanz hier ein bisschen. Die Rückseite. Und dann holen wir ihn mal raus. Anleitung, Box ist leer. Gucken wir mal auf die Anleitung. Ah, das ist übersichtlich. Bis hierhin. Schauen wir mal, wie es gemeint ist. Bin mal sehr gespannt. Da haben wir hier Bauabschnitte. Es gibt einen Teiletrenner. Den gucken wir uns gleich nochmal an. Ungewöhnliche Form, habe ich so noch nicht gesehen. Und ihr seht, dass ich spekuliere schon drauf und gucke mal, ob man gedruckte Teile sehen kann. Ah, hier gibt es was. Schaut mal. Da. Und da. Das sieht gut aus. Das scheint gut zu gehen. Ich will lieber nochmal gucken, ob hier nicht irgendwelche Aufkleber. Oh nein. Da ist es schon passiert. Mal gucken. Das sieht ein bisschen aus wie Transferaufkleber. Naja. Also wenn es Transferaufkleber sind, dann ist es für mich noch schick. Ach, ich hatte kurz Hoffnung, aber Drucke scheint es ja auch zu geben. Ja, ich haue es auf den Tisch. Muss ich alles hinpacken? Oder? Nee, 1, 2, 3, 4, 5. So machen wir es. Bauabschnitt 1. Nur mal kurz mit euch so auf die Teile gucken. Ja, die sehen gut aus. Die fassen sich gut an. Hier ist, seht ihr das? Nichts verkratzt. So richtig fließen gibt es nicht hier zwischen. Ja, hier vielleicht auch nichts. Und das ist der Teiletrenner. Ich habe keine Ahnung, ich muss noch mal auf den Karton gucken, ob man da erkennen kann, um welchen Hersteller es sich handelt. Aber wenn ihr Hinweise habt, schreibt mir das mal gerne in die Kommentare. Ich bin da ja nicht so gut in der Recherche. Und viele von euch kennen sich natürlich sehr viel besser aus. Ich baue ja nur, das ist ja mein Ding. Ja, ich fange an. Und wie immer, zwischendurch seht ihr ein bisschen was zum Bau. Bauabschnitt 1 und 2 ist abgeschlossen. Hier der Unterkörper. Nichts Spektakuläres, geht gut. Keine aufregenden Bautechniken. Dann hier der Oberkörper. Und hier die Steine sind nicht gut. Denke mal, ich weiß nicht, ob man es erkennen kann. Die sind so leicht rosa, so leicht lila. Ich weiß nicht, ob das Absicht ist oder Zufall. Vom Weiten da hinten sieht es ähnlich aus. Ich versuche nochmal vielleicht einen gescheiten weißen Stein beizuholen, wenn ich das nicht wieder vergesse. Und zeige ich euch nochmal ein bisschen den Unterschied. Das ist die Vorderseite vom Oberkörper. Zack, und dann setzen wir es hier drauf. Da haben wir die ganzen Einzelteile. Hier lässt sich nichts bewegen, der Kopf ein bisschen drehen. Upsa, das Gesicht muss ich ja dann gleich noch aufkleben. Hier haben wir Drucke, den Ballon mit der Hand, Arme. Ich baue es jetzt zusammen und dann ja, schauen wir uns das Bauergebnis an. Ich hoffe mal, dass ich das Gesicht gescheit drauf kriege. Pennywise mit seinem Luftballon. Ich hoffe, ihr könnt die Schnur hier sehen, es ist weiß. Ein bisschen hell vielleicht wegen der Belichtung. Das Gesicht ist aufgeklebt, was ein bisschen schade ist, aber nicht so entscheidend. Das Gesicht ist dadurch natürlich flach. Das sind Transferaufkleber, die sich gut aufbringen. Hier unten haben wir Drucker und ich hatte euch das, meine ich, beim Aufbau schon gezeigt. Das hier ist auch bedruckt, das Teil von innen und außen. Wie gesagt, Füße auch. So schaut es von hinten aus. Die Arme kann man ein bisschen ausrichten. Ich lasse ihn jetzt so stehen, hält seinen Luftballon in der Hand.
Und ja, ne, Pennywise, das sieht schon creepy aus, wenn man ein bisschen näher schaut mal. Das ist schon gut gelungen, finde ich, weil hier geht es ja immer noch um Klemmbausteine. Und ja, Horror, Fazit. Wie immer, der Teaser für nächste Woche. Ich habe nächste Woche ein Set für euch. Auf jeden Fall wieder von Mega. Da warte ich jetzt auf die Post. Ist auf dem Weg. Geht um Mega Hot Wheels. Und dann habe ich ein Set für euch. Ich zeige euch mal ein bisschen. Mehr gibt es erstmal nicht zu sehen. Und auf jeden Fall ein Video dann mit meiner Freundin Tanja. Wir haben wieder zusammen gebaut und geklemmt. Und da wird sie euch ja dann erzählen, wo wir dann gemeinsam im September hinfahren. Sie hat wieder einen... Ja, ihr wisst ja, dass sie nebenbei als Model unterwegs ist. Modeljob bekommen, hatte ich schon mal erwähnt. Und da wird sie ein bisschen von erzählen. Ich freue mich schon sehr und bin unheimlich stolz auf sie. Also kommen wir zum heutigen Set. Erstmal ein Performationsumset. Bestellt und gekauft habe ich bei über AliExpress bezahlt. 19 Euro. Die Setnummer ist die FC9928. Mit dabei war eine Bauanleitung in Papierform. Alles ist gut verständlich, alles ist gut nachvollziehbar, überhaupt kein Problem. Ich habe nochmal online geguckt. Ich weiß jetzt nicht, ich habe zumindest mal keinen Hinweis gefunden, ob es hier um geklautes Mock geht. Wenn das der Fall ist und ihr mir da ja dann einen Hinweis eben geben könnt, dann schreibt mir das doch gerne in die Kommentare, weil ich will gerne die Mockerin, den Mocker für die gute Arbeit entlohnen, wenn hier geklaut wurde. Ich habe nur einen Hinweis gefunden im Netz auf Cube Bricks. Hier oben steht dann wieder Zillin Toys. Am Ende ist es ja so, dass die Chinesen gerne Mocks ab und an eben mal klauen und dann verschiedene ja, Shops dann das einfach umlabeln und das mit ihren Kartons raushauen. Also wenn ihr da einen Hinweis habt, schreibt mir das mal gern in die Kommentare. Ja, und da kommen wir jetzt zu meinem ganz persönlichen Fazit, beziehungsweise wir gucken zuallererst mal auf das Design und das ist hier meine ganz persönliche Meinung. Ich finde echt klasse, was man hier gemacht hat. Hier geht es um Pennywise und wer erkennt es nicht, wenn man den Film gesehen hat. Das ist echt hübsch und das ist echt creepy. Das ist so diese Tüllklamotten dann aus Klemmbausteinen nachgebildet worden sind und ein echtes Highlight für mich ist tatsächlich der Kopf. Das hat jetzt weniger mit dem Gesicht zu tun, sag ich gleich noch was bei der Qualität der Steine, aber der Kopf ließ sich echt toll bauen und man erkennt Pennywise sofort wieder. Selbst das Gesicht vorne bräuchte es überhaupt nicht und man weiß, worum es geht und natürlich hat er seinen Luftballon in der Hand und an der Stelle vom Design ist das ein echt feines Ding. Kommen wir mal zur Qualität der Steine. Alles passt gut, alles klemmt gut, überhaupt kein Problem mit der Qualität, war ich zufrieden, die ist top. Und bei der Qualität kommen wir jetzt dann schon ein bisschen zum Thema Aufkleber bzw. Prints und Drucke. Es gibt kleinere Prints und Drucke hier unten an den Füßen, die Socken. Ich habe euch das beim Bauergebnis gezeigt und der Aufkleber hier vorne, wenn er schon dabei ist, ist es ein Transferaufkleber, der lässt sich super aufbringen und an der Stelle bin ich dann ein bisschen versöhnt, dass es jetzt nicht so ein großflächiger ist. Ja, der Transferaufkleber geht über mehrere Steine, aber das Set bleibt auch so stehen, das werde ich nicht wieder auseinandernehmen. Kommen wir mal zum Bau. Der ist Spaß. Ja, Spaß hat er einfach gemacht und an der Stelle bin ich echt zufrieden mit dem Set und ich meine, man kann nichts falsch machen. Ich habe vergessen, die Teilezahl zu erwähnen. Ich meine, das sind 527 Teile, also für 19 Euro. Hier, da kann man nichts falsch machen, wenn man für S und dann Pennywise ein bisschen was übrig hat. Mehr gibt es dazu auch eigentlich nicht zu erzählen. Das Einzige, was ich jetzt nochmal mit euch mache, ist jo, den dunklen, hellen Gesellen mal ausmessen. Hoch ist er 27 cm, breit ist er 13 cm und ja, tief, breit, ich komme durcheinander, ist er 8 cm. Also, ein tolles Set, wird meine Klemmbausteinsammlung, meine Filmsammlung toll ergänzen. Dann danke ich euch fürs Zuschauen. Wenn ihr nichts verpassen wollt, also ne, hier, zeig noch mal ein bisschen, da, dann lasst mir einen Daumen, ein Abo, Klingel, Rim, Bim, Bim und dann sage ich Tschüss, Ciao, bis zum nächsten Mal, sagt euer Brickklempner. Sorry, war ein bisschen holperig. 3 Videos in einer Woche. Tschüss.